Nach dem geplanten Umbau würde Gesamtkapazität des Stadions in Sachsen-Anhalt, das aktuell vom Drittligisten 1. FC Magdeburg genutzt wird, 30.098 Plätze betragen. Derzeit bietet Arena 25.500 Besuchern Platz. Ziel ist es, den Stadionumbau bis Ende 2019 zu realisieren, teilte Stadt offiziell mit. Der Stadtrat muss SEM-Entwurf am 5. April noch zustimmen. Ursprünglich waren 6 Millionen Euro für den Umbau der Nordtribüne, Block U der FCM-Fans, sowie der Südtribüne, Gästebereich geplant. Die MDCC-Arena soll in großen Bereichen statisch konstruktiv ertüchtigt, Kapazität um rund 3.900 Besucherplätze erweitert und das Stadion zweitligatauglich werden, sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper. Im Zuge der Lizenzanforderungen der Deutschen Fußballliga, DFL, sollen unter anderem der Pressebereich sowie Parkplatzkapazität erhöht werden. Außerdem soll Anzahl der WC-Anlagen mehr als verdoppelt werden. Als Tabellenzweiter hat Magdeburg gute Chance auf den Aufstieg in zweiter Liga.